Triabi packt. Schon wieder. Morgens 2:30 aufstehen ist immer großer Mist. Außer man ist unterwegs nach Freiburg. Wir haben jetzt ordentlich durchgezogen und sind jetzt schon in Freiburg. Das heißt, jetzt ist Zeit für Müsli. Bonjour, mon ami, et bienvenue à France. Das Wetter war so schlecht in Freiburg, dass wir uns kurzfristig entschlossen haben, schnell weiterzufahren. Und schwuppdiwupp sind wir in Frankreich. Hier scheint nämlich die Sonne. Sind da. Ja, Freunde, wir sind jetzt aus dem Regen schön in die Berge gefahren und haben super Wetter und vor allen Dingen den mega geilen Campingplatz erwischt. Zahlen hier alles zusammen pro Nacht 10 Euro. Außerdem kann man wunderbar wandern und Fahrrad fahren. So, wir haben jetzt den wunderschönen Campingplatz südlich von Grenoble verlassen und sind jetzt in der Provence. Ja, leider ist die Lavendelernte schon vorbei, trotzdem ist es hier zauberhaft. Also ich finde Frankreich sowieso schon ziemlich cool, aber Suppe aus dem Tetrapack ist einfach der absolute Oberhammer. Wieso gibt es das nicht in Deutschland? Et Knorr und Et Maggi. Was soll das? Mehr Suppe
aus dem Tetrapack bitte. Also ich dachte, ich nehme auf mein Luca-Fahrrad, fahren ist geil. Aber was hier los ist, das hält man ja kaum aus. Die Trier-Vie Tour de France geht weiter. Aktuell sind wir in Marseille. Nach dem schlechtesten Frühstück aller Zeiten, heute Tag 2, der Stadtsafari. Also alle Läden haben hier zu, wegen Sommerpause, aber der wichtigste halt offen. Jetzt haben wir mal einen Zeltplatz direkt am Meer gefunden. Eigentlich war der natürlich schon voll. Aber als wir ankamen, haben wir gesagt, oh, Triabi. Oh, also da räumen wir ja alles frei für euch. Hier unser bester Platz. Ja, so schnell kann es gehen, da ist Urlaub auch schon wieder vorbei. Kurz mal hier aufgepasst, ins Schlagloch gefahren, ins Taumeln gekommen, vor ein Auto gefahren. Aber zum Glück nichts weiter passiert. Zwei größere Wunden, ein paar andere Blessuren und Prellung. Aber da hatte ich echt mega Glück. So, wir waren jetzt gerade mal in Toulon, das Bitterfeld-Wolfen der Provence. Für den letzten Urlaubstag konnten wir uns irgendwie nochmal aus der Frühstücksidylle schälen und sind versprochen in die letzte französische Bergidylle gefahren für diesen Urlaub.
Das Licht geht aus. Das Licht geht an. Jetzt heißt es packen. Der letzte Tag ist auch vorbei. Und morgen beginnt die elendlange Reise nach Deutschland. Und ich habe mich heute mal getraut, hier nochmal aufs Pferd zu steigen. Und habe dann mal eine Runde gedreht. Denn wenn man mal vom Pferd abgeworfen wird, sollte man so schnell wie möglich aufsteigen wieder. Denn sonst wird das Pferd mit jedem Tag größer und größer. Und irgendwann ist es so groß, dass man nicht mehr hochkommt irgendwie. Also, jetzt Auto packen. Schlafen. Nochmal schön frühstücken. Und dann schön nach Hause fahren. So, 1300 Kilometer, 5 Länder, 15 Stunden, Bornui und Orezawa.